Um zwei Brüche zu multiplizieren, multipliziert man die Zähler miteinander und die Nenner miteinander. 7 Viertel mal 3 Fünftel, das ist also dasselbe wie 7 mal 3 geteilt durch 4 mal 5. Aus diesem Grund darf man bei einer Multiplikation von Brüchen nicht nur vertikal kürzen, sondern auch schräg, so oder so. Hier ist es nicht kürzbar, das heißt, wir finden 21 Zwanzigstel und fertig. Wogegen hier können wir sofort vertikal kürzen, 12 Vierundzwanzigstel, das macht ein halbes, und 15 Einundzwanzigstel, das macht 5 Siebtel. Jetzt können wir vertikal nicht mehr kürzen, schräg auch nicht. Also ergibt die Antwort 5 Vierzehntel und dieser Bruch ist nicht mehr kürzbar. Schauen wir im nächsten Beispiel. Hier können wir auf jeden Fall schräg kürzen. 7 geteilt durch 7 macht 1 und 14 geteilt durch 7 macht 2. Wir können aber auch noch so schräg kürzen, denn 15 geteilt durch 5, das macht 3 und 10 geteilt durch 5, das macht 2. Nochmal. Hier schräg wurde durch 7 gekürzt, also erhalten wir ein halbes. Und so schräg wurde durch 5 gekürzt, also erhalten wir da 3 halbe. Und somit ergibt dieses Produkt den Bruch 3 Viertel, den man nicht mehr kürzen kann. Nächstes Beispiel. Auch hier können wir schräg kürzen. 7 geteilt durch 7 macht 1 und 28 geteilt durch 7 macht 4. Wir können auch so schräg kürzen, denn 18 geteilt durch 6, das macht 3 und 12 geteilt durch 6, das macht 2. So stoßen wir auf diese Rechnung und hier kann man weder vertikal noch schräg kürzen, also multiplizieren wir die Zähler miteinander, das ergibt 3 und die Nenner miteinander, das ergibt 8. Dieser Bruch ist nicht mehr kürzbar. Schauen wir in diesem Beispiel. Auf jeden Fall sehen wir, dass wir hier vertikal durch 13 kürzen können und hier vertikal durch 12 kürzen können. So erhalten wir minus 3 Zwölftel mal 12 halbe. Und so können wir noch durch 12 schräg kürzen und wir finden minus 3 halbe.